herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Genau. An diesem Donnerstag, gestern Abend noch aus dem Webinar. Gefühlt sitzen wir schon wieder hier. Was hast du heute Spannendes mitgebracht? Lieber das dann. Wir sind ja mitten in unserem Dividendenmonat, kann man sagen. Wir haben es gestern schon ein bisschen angekündigt und legen jetzt dementsprechend auch voll los. Heute Vormittag mit einem Titel, der ganz gut zumindest in die Kategorie passen könnte, der auch ganz gut in die aktuelle Zeit passt. Heute Nachmittag noch mal ein bisschen intensiver mit den Themen Dividenden, Dividendenwachstum. Aber heute Vormittag gucken wir uns einmal Mondelez an. Und wir haben Mondelez schon mal vor knapp 2 Jahren besprochen, zur Weihnachtszeit damals. Und das ist auch genau das Thema bei Mondelez. Denn bei Mondelez handelt es sich um einen großen US-amerikanischen Lebensmittelkonzern, der aus dem großen Konzern Kraft Heinz damals entstanden ist. Also damals gab es diese Aufspaltung von Kraft Foods und da ist auch Mondelez 2012 raus entstanden. Und Mondelez ist quasi der Teil, der sich mit Snacks, Süßigkeiten... Ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze Zeit auf der Zunge, wenn ich an Mondelez denke, denke ich zuerst an Schokolade. Ich habe jetzt, wollte jetzt noch kurz zuhören, ob vielleicht auch noch was anderes rauskommt, aber nein, es ist tatsächlich der Süßkram, richtig? Es ist absolut so. Milka, also, genau. Es ist ja oftmals so, dass diese ganzen Marken, die in den Supermärkten sind, und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, unter wenige große Konzerne fallen, Nestle, Unilever und, aber halt auch Kraft und Kraft Heinz, beziehungsweise Mondelez. Und man sieht, das Ganze hat sich getrennt, während Kraft und Kraft Heinz sich jetzt mehr mit diesen klassischen Lebensmitteln, die nicht süß und Snacks sind, auseinandersetzt, also mit dem, was so ein bisschen nahrhafter ist. Setzt sich Mondelez insbesondere mit dem Teil auseinander, der so für die Versuchungen des Alltags zustande ist. Christoph hat es angesprochen, Oreo, Milka, Toblerone, also all das befindet sich in dem Kosmos wieder. Und das ist tatsächlich auch so der Schritt, den Mondelez die letzten Jahre gegangen ist. Also man hat sich abgespaltet, man hat zusätzlich Marken akquiriert, eigene Marken aufgebaut und ist jetzt eigentlich so mit einer der führenden Player in diesem Segment des Snacks-Marktes. Und du willst uns also quasi sagen, Schoki geht immer? Schoki geht immer. Schoki geht immer. Aber die Frage ist, geht es auch an den Aktien? Also ist es auch eine gute Aktie? Genau so ist es. Also wir sehen es ja in den Märkten, fängt es jetzt schon wieder an. Da stehen jetzt schon die ersten die Weihnachtsmänner und. Also die Weihnachtszeit ist angeläutet. Das liegt natürlich auch genau daran, dass diese Konzerne möglichst früh auf diesen Trend setzen wollen. Weg von den klassischen, ich snack mal nur was nebenbei, hin zu diesen Trend-Snacks. Halloween, Weihnachten, aber auch immer wieder Events im Frühjahr sind ja so Aufhänger, wo die Leute viel Zeit eher zu Hause verbringen und damit auch viel snacken können. Mhm. Damit sind eigentlich so die großen Konkurrenten halt wirklich die, die auch Snacks machen. Pepsi gehört dazu, haben wir schon mal drüber gesprochen. Wie gesagt, Nestle und Unilever sind sowieso so große Konzerne, die auch in diesem Snackmarkt aktiv sind. Und mittlerweile gibt es aber eigentlich zwei große Kernbereiche bei Mondelez. Und der eine Kernbereich ist wirklich der Bereich Iconic-Marken, also die, die wirklich fast allen bekannt sind. Und ich würde mal unterschätzen, die kennen wir auch so gut wie alle. Also wirklich Oreo, Milka, Philadelphia, Toblerone, Cliff, diese Cliff-Bars. Also das sind alles die Marken, die quasi über eine Milliarde... Spannend, dass Philadelphia jetzt wieder da neben Milka und Oreo steht als... Also Philadelphia wird jetzt Snack machen. Also teils, genau. Also es gibt halt wirklich einen Teil von Philadelphia, der wirklich süß und Snack gesehen wird und einen Teil, der immer noch, wie man auch gesehen hat, bei Kraft und Kraft Heinz untergebracht ist. Das liegt so ein bisschen daran, dass halt wirklich auch die Marken an sich natürlich immer noch so in verschiedene Produkte unterteilt ist. Und dazu gehören im Kern dann auch wieder Marken, die sehr, sehr süße Produkte sind. Also Philadelphia, auch so Schokocremes und so gehören am Ende auch dazu. Und das wäre wieder tatsächlich dann klassischer Snackbereich. Also das ist jetzt einmal hier das quasi das Bingo des Diabetes aufgeholt, hochgeholt. Genau. Das kann man selber mal so abchecken, was man alles kennt. Also hier, genau, Dairy Milk ist, glaube ich, dann sehr in England sehr bekannt. Genau. Mit Oreo kennt man, glaube ich, Milka kennt man, Philadelphia. Toblerone kennen auch viele. Das ist eine klassische von Duty Free, bringt immer eine Toblerone immer mit. Diese Pyramiden, genau. Die Pyramiden, genau. Rechts sieht es schon ein bisschen schwieriger aus, finde ich. Carte d'Or habe ich schon mal gesehen. Genau, jetzt sieht man, das sind die Local Jewels, Marabu, wie man sie genannt. Kennt man auch. Also sehr lokale Marken, aber da halt sehr stark vertreten. Also wenn man so in Richtung Osten geht, dann sieht man viel diese Seven Days Sachen in Richtung Snacks auch. Mhm. Viele Marken sind aber auch so wirklich lokal in Italien zum Beispiel präsent oder in Asien oder auch in den USA. Was du aber schon gut angesprochen hast, ist halt das Thema, das ist die süße Versuchung. Und wir haben es in der letzten Zeit ja mitbekommen, die süße Versuchung ist so ein bisschen unter Druck gekommen in vielen Regionen.
Liegt daran, wir haben es ja auch hier besprochen, Novo Nordisk ist ja so die Spritze gegen die süße Versuchung oder soll sie zumindest sein. Und damit sind die großen Marken wie Cola, wie Pepsi auch, wie viele andere dieser großen Konzerne. Also alle, die dran sind am Zucker. Genau, so ein bisschen unter Druck gekommen, aber auch halt McDonald's. Wir sehen es aber hier, bei Mondelez war es so, dass die Aktie nach so einem sehr langen, sehr, sehr konstanten Aufwärtstrend, ich muss sagen, der ist hier weitergezogen, trotz Abspaltung in der Vergangenheit, auf dieser 200-Tages-Linie mehr oder weniger aufgesetzt hat und jetzt ja so einen Sprung wieder nach oben eigentlich wagt. Und es ist wieder, muss man sagen, wie bei den anderen Marken, wo wir auch drüber gesprochen haben, ein Momentum, wo es mal so eine Aktie wieder etwas günstiger gibt. Denn tatsächlich, muss man sagen, ist dieser Aufwärtstrend doch eigentlich ziemlich signifikant hier einzuordnen und mit wenig Unterbrechungen gerichtet. Also wenn man sich das mal hier wirklich, ich gehe immer gerne ins Corona-Tief, von da aus einzeichnet, dann sieht man auch trotz dieser Tiefs immer noch einen sehr, sehr beständigen Aufwärtstrend, der sich langfristig eigentlich fortsetzt. Und das heißt, du hast gefragt, am Aktienmarkt gehen Snacks immer, also zumindest wenn man die letzten paar Jahre zurückgeht, dann kann man das definitiv bestätigen, da gehen Snacks absolut immer, aber natürlich und es wird mehr gesnackt. Ist immer wieder da. Genau, aber andere Frage, wir haben jetzt hier höchstwahrscheinlich einen Dividendentitel. Ja, genau. Dividendenmonat. Wie hoch ist denn ungefähr die Dividendenrendite bei so einem Titel? Genau, also wir sehen das gleich, wenn wir hier mal runterscrollen, sind wir sehen, wir sind so bei 2,6, ich bin im Kopf davor, 2,6% aktuell. Und tatsächlich auch ein Titel, wer gestern dabei war, hat es mitbekommen, ein Titel, der sehr präsent ist, auch was das Dividendenwachstum tatsächlich in den letzten Jahren betrifft. Genau, also für alle, die nicht dabei waren, guckt euch das gerne nochmal in der Mediathek an, ganz spannend. Wir haben nämlich gestern mehr oder weniger auch rausanalysiert. Es ist zwar schön, eine hohe Dividendenrendite so vom Staat weg zu haben, aber noch viel wichtiger auf lange Sicht ist das Dividendenwachstum. Das heißt, wie viel die Steigerung oder wie hoch die Steigerungen von Jahr zu Jahr sind der Dividenden. 2,5% starten wir hier quasi rein. Das ist also so ein ganz, also nicht so groß. Solider Wert. Solider Wert. Also. Und das ist ja jetzt schon wieder, wenn man mal guckt, der Titel ist ein bisschen zurückzukommen. Also ist jetzt schon höher, als er normalerweise wahrscheinlich ist. Und Dividendenwachstum hast du schon angesprochen. Hast du später noch eine Folie zu? Oder haben wir später noch eine Folie zu. Dann gucken wir uns nämlich auch nochmal so ein, zwei andere Themen dazu an, ob jetzt in Zukunft auch die Dividende so weiter wächst und weiter beständig ist. Weil wir haben ja gestern auch rausgesprochen, Dividendenkürzungen sind ganz gefährlich, wenn man auf die Dividenden setzt. Kommt aber noch, wir gehen kurz nochmal weiter zurück in den generellen Snackmarkt, denn der soll trotz Abnehmspritzen und erstmal weiter wachsen, zumindest was eigentlich auch praktisch, wenn man eine Abnehmspritze hat, kann man doch viel mehr snacken. Dann kann man doch danach einfach die Spritze nehmen. Ja, genau. Also man sagt zwar, hey, man isst vielleicht wieder, aber ich muss sagen, wenn ich mich persönlich zumindest betrachte und ich glaube, es geht vielen anderen ähnlich, wenn man so snackt, ist das meistens nicht unbedingt der Grund dafür, dass man Hunger hat, sondern eher so das Gefühl, man möchte was Leckeres, Salziges oder Süßes essen. Ja, Hungerbekämpfung ist ja meistens weniger das Thema, aber... Ich habe dann auch so ein paar andere Theorien, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier vor allem nochmal erzählen möchte, warum ich gerne snacke, aber ja. Ja, genau, aber es ist, oftmals natürlich etwas, was auch so mit so einem Lebensgefühl zusammenhängt und zumindest den Gesamtmarkt scheint auch in die Richtung zu denken und weiter zu wachsen. Man sieht es hier so in einem Diagramm, wo insbesondere so ein bisschen verschiedene Snackarten auch angesetzt sind und wie sie auch weiter wachsen sollen. Und da sieht man, dass hier doch sehr, sehr signifikantes Wachstum bevorsteht. Und das ist auch so ein bisschen das, was Mondelez an sich sagt. Also sie sind ein globaler Player, global aufgestellt. Sie wollen aber insbesondere natürlich auch in diesen neuen Märkten weiter wachsen. Wir sehen es hier mal, wo man gerade so ein bisschen platziert ist. Also Nordamerika hat man so um die 30%, Lateinamerika 12%, Europa 36% und im Rest der Welt kann man sagen 21% der Umsätze werden dort erzielt. Und das zeigt schon, man ist tatsächlich ziemlich breit aufgestellt für so einen eigentlich relativ klassischen US-Konzern, insbesondere wenn man in die Snack-Industrie blickt, die insbesondere in den USA ja riesig ist. Wir kennen die Bilder alle von den Volumina, die dort konsumiert werden. Es ist schon ganz beeindruckend zu sehen, dass man doch so breit aufgestellt ist im Gesamtkonstrukt der Welt und auch natürlich dort seine weiteren Chancen in der Zukunft sieht. Man sieht die Aufteilung, Schokolade ist ein großes Thema, aber Kekse, Baked Snacks kann man sagen. Dann gibt es auch noch die klassischen Gummibärchen. Bei uns ist das zwar immer so Haribo, aber wenn man in die globalere Welt guckt, dann ist es meistens noch viel, viel mehr. Aber das ist tatsächlich so die Umsatzaufteilung. Wenn man jetzt dahin blickt, wo möchte Mondelez dann wirklich hin, dann sagt man, okay, wir möchten weiter wachsen, insbesondere in diesen Emerging Markets. Und man sieht es hier, da ist man auch in den letzten Jahren signifikant schneller gewachsen als in den Märkten, in denen man
developed ist. Also wenn man jetzt in Europa und die USA blickt, dann wächst man ungefähr nur noch hier so mit den knappen 4%. Aber die neuen Märkte, in denen man tatsächlich ja schon sehr präsent vertreten ist, da ist man so mit 11% gewachsen. Und das ist das, wo man hinstrebt. Und, das ist aber jetzt, wie man gewachsen ist sozusagen. Das heißt, man sieht ja schon, dass die Mature-Markets, wie man ja oft auch sagt, gar nicht mehr so ein großes Wachstum haben. Also genau. Zukünftiges Dividendenwachstum kommt wahrscheinlich nicht primär aus Europa und aus USA. Genau, also es ist wirklich so, dass es halt die Märkte sind, die noch zu bedienen sind. Es ist ja klassisch, wenn erstmal die Grundsicherung da ist in den Märkten, dann kommt man in die süßen Verführungen. Mhm. So wird es, glaube ich, auch vom Markt gesehen. Also man sieht es ja wirklich, dieser kleinere Anteil macht aktuell deutlich mehr Wachstum aus. Und das sieht man auch nochmal, wenn man es wirklich auf die Regionen runterbricht, dass ja Nordamerika und Europa deutlich weniger wachsen als jetzt hier zum Beispiel Asien und auch in Lateinamerika als Wachstumsmarkt. Wie sieht man sich selber global aufgestellt? Wir haben uns das ja in der Konkurrenz mal angesehen, auf ein Thema Schokolade, wo man sagt, das ist der größte Markt weltweit, sieht man sich selber auf Platz 2 mit einem Marktanteil von so 12-13%. Dann kommt dieser Keksmarkt, wo man selber ja diesen sehr großen Anteil für sich selber sehr gesehen gut. hat. Ich nehme heute mit, Mondelez ist also führend im Keksmarkt. Genau, führender im Laden im Keksmarkt, kann man so sagen. 17% am Markt, weltweiten Marktanteil und halt auch für die anderen Kategorien hat man noch signifikante Marktanteile. Also was man schon mitnehmen kann, dass es eigentlich ein sehr großes Marktvolumen ist, es sind viele Player auf dem Markt gibt, aber wenig große eigentlich und man natürlich da mit Marktanteilen zwischen 10-20% eigentlich schon ja wirklich signifikantes Wachstum zeigen konnte. Und was ist der Kern ist, und das ist so ein bisschen, warum ich gerade am Anfang auf diese Core-Snacks eingegangen bin, der Kern ist wirklich, dass man seine Kernmarken auch weiter treiben möchte. Das heißt, die Kernmarken weiter ausbauen möchte, so wie das gefühlt in der letzten Zeit bei vielen Unternehmen immer wieder im Fokus steht, hey, wir konzentrieren uns auf unseren Kern, auf das, was wir richtig können, was wir schon ausgebaut haben. Und man sieht es hier, das hat in der letzten Zeit gut funktioniert und man hat hier wirklich nochmal einen deutlichen Wachstumsschwung erzeugen können. Und das ist auch das Ziel für die Zukunft, also diese Core-Kategorien möchte man immer weiter ausbauen. Man möchte auf diesen drei Segmenten, die ich gezeigt habe, ja, da eigentlich seinen Umsatz erzielen und das in der Zukunft auch weiter verfestigen, um sich auf seine Kompetenzen zu stärken. Das ist zumindest das, was Mondelez sieht. Wir werfen mal einen Blick auf die Zahlen, was denn die letzten Zahlen so gebracht haben. Bin auch gespannt, was sich da verdienen lässt für Geld im Markt. Genau, und da sieht man, wie gesagt, ganz gut, es ist ein ziemlich großes Unternehmen, 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, mhm. ungefähr 2,5% Dividende. Wir haben im letzten Quartal einen Umsatz von 8,5 Milliarden ungefähr erzielen können. Und was man schon sieht im Vergleich zu vielen anderen Konzernen, zumindest in diesen Regionen, ist, dass die Margen wirklich gar nicht so schlecht sind. Also wir haben eine 40-prozentige Grossmarge, eine 11-prozentige Profitmarge. Und jetzt kommt da unten drunter was Erstaunliches, ist, dass alle Kategorien ja eigentlich sich positiv entwickelt haben. Wir hatten ein positives Umsatzwachstum von 17%, was ja wirklich erstaunlich ist. Aber wir haben vor allem auch die Margen ausweiten können. Und das liegt einfach daran, dass Mondelez erfolgreich quasi Preiserhöhungen durchgesetzt hat. Das heißt, sie haben nicht nur die Inflation gerade ausgeglichen, sondern es noch geschafft, quasi ihr eigenes Momentum dort auch mit einzubringen und die Margen weiter auszuweiten und sind somit hier auf höhere Margen gekommen. Und das zeigt sich am Ende ja auch in dieser Gesamtbewertung. Trotzdem, und das sieht man hier, ist die Aktie seit Jahresbeginn so knapp 4% jetzt im Minus gewesen, bewegt sich aber gerade mit diesem Sprung wieder ein Stück nach oben. Langfristig gesehen zeigt sich aber, wie gesagt, auch diese Beständigkeit des Geschäftsmodells. Gehen wir auf Fullscreen, dass wir da mal noch die Zahlen genau unten sehen. Also die Umsatzwachstum 5%, Dividendenwachstum letzten 5 Jahre, sehe ich hinter dir. Das ist die spannende Zahl. 11%, genau. Kommt gleich nochmal in der Grafik. 11% sieht gut aus. Genau. Also geringe Verschuldung. Gut, KGV ist so okay, ne? Also jetzt auch nicht für ein Lebensmittelkonzern jetzt auch nicht, also nicht niedrig, aber jetzt auch nicht übermäßig teuer. Nicht exorbitant hoch, genau, kann man sagen. Aber was du schon gesagt hast, was ich wirklich spannend finde, ist die Crossmarge. 40% fast, Crossmarge. Ja. Man sieht also, dass es hier schon ein Produkt ist, was ein bisschen, wo Marken eine Rolle spielen, wo Branding und eine Positionierung eine Rolle spielt. Wir reden hier nicht von einer Dose Mais, No-Name-Produkt, sondern wir reden eben von etwas, was ein bisschen, wo Marken dahinter stecken, wo man auch entsprechend bessere Margen erzielen kann. Funktioniert tatsächlich bei Snacks immer sehr, sehr gut. Also die Menschen sind irgendwie daran gewohnt, ihren Lieblingssnack zu haben. Auch das, genau. Verstehe. Genau, 11% Profitmarge ist natürlich nicht so geil wie die Grossmarge, das ist logisch, da geht noch was runter, aber
Wenn man genau hinguckt, wir reden ja immer noch von Lebensmitteln irgendwo, auch wenn es natürlich jetzt hier eher Genusslebensmittel sind, sind Margen tendenziell schon in diesem Bereich zu finden und ganz oft auch sogar noch geringer. Ja, ja. Also da sind sehr viel Druck immer auf diesen Margen. Insofern, soweit erstmal ganz gut. Und wahrscheinlich auch, also ich kann mich nicht erinnern, dass da sehr viel Preisdruck zumindest draufkommt, wenn man so große Marken hat für Snacks. Also im Supermarkt, wenn da irgendwie. Also hat man selten gesehen, dass da die Preise nach unten mal fallen oder sowas. Also ich glaube, die Margensituation wird im Wesentlichen wahrscheinlich durch die Erzeugerpreise ja. bestimmt. Also durch wie Rohstoffe und in dem Fall ja Lebensmittel, Grundnahrungsmittel auch teurer oder nicht teurer sind. Und wie du schon sagst, offensichtlich ist es gelungen, dann auch die höheren Preise durchzuziehen. Genau, für die Endprodukte. Genau, das hat sich in den letzten Quartalszahlen zumindest gezeigt. Mhm. Da waren insbesondere auch das Keksgeschäft wieder sehr, sehr stark. Sehr aber führend im Keksgeschäft. Genau, Kaugummi und Süßsparte war auch wieder ja, ein wichtiger Faktor. Und jetzt halt natürlich zur Weihnachtszeit hin wird auch immer wieder Schloss Schokoladen. Okay, das Krümelmonster würde Mondelez kaufen. Genau. Aber wie gesagt, wir haben ja Dividendenmonat und alle, die gestern dabei waren, kennen diese Statistiken schon. Nicht zu Mondelez, aber generell, wie sie aufgebaut sind. Was wir nämlich sehen ist, wir sehen, wie sich die Dividenden entwickelt haben über die letzte Zeit, also in den letzten Jahren. Das sieht man in diesen blauen Balken und abgebildet hier auf der linken Skala. Also wir haben jetzt ungefähr eine Dividendenrendite 2022 gehabt von 1,47 $. Und wir sehen in dieser orangenen Kurve, wie die Dividenden im Verhältnis gewachsen sind. Also nach der Abspaltung erstmal relativ langsam, insbesondere weil wir auch viele Übernahmen hatten, intensive Übernahmen, hatten dann so einen Peak hier oben bei ja, so 17-18% und sind dann ja, in den letzten Zeit und haben uns hier eingependelt bei so knapp über 10%. Es wird natürlich die Frage, wie geht es jetzt hier noch weiter, aber grundsätzlich kann man schon sehen, dass dieses Dividendenwachstum ziemlich beständig war seit der Abspaltung und sich auch dann mit relativ hohen Wachstumsraten weiter fortgesetzt hat. Und das kann man sich nochmal mit genauen Zahlen so ansehen. Wir haben in den letzten 5 Jahren einen Durchschnitt von diesen ja, 10,77% gehabt, also ungefähr 11%. Und in den letzten 10 Jahren lag es bei 11,12%. Wenn man das jetzt hochrechnet, auch auf das Jahr 2023, was ja noch nicht final abgeschlossen ist. Aber dann haben wir positive Wachstumsraten von über 10%. Und wir wissen, das ist natürlich ein sehr positiver Faktor, wenn man damit rechnet, dass man auf Dividenden und Dividendensteigerungen für die Zukunft setzt. Was noch positiv zu sagen ist, muss man sagen, die Payout-Ratio liegt ungefähr bei 51%. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Puffer, um potenziell mehr Liquidität als Dividende auszuzahlen. Da kommt es natürlich darauf an, wie sehr investiert man. Wir haben den Fokus gesehen auf die Emerging Markets. Da sieht man noch viel Potenzial, da möchte man noch weiter wachsen. Und solange man da auch noch diese hohen Wachstumsraten erzielen kann, wird man dort auch wahrscheinlich weiter investieren. Was wir aber sehen können, ist, dass wir grundsätzlich, wenn wir mit dem Fokus auf Dividende gucken, mit einer Payout-Ratio von ungefähr ja, diese 50% noch ein bisschen Puffer haben, um auch künftig noch ja, Dividendensteigerungen potenziell für uns erzielen zu können. Beziehungsweise auch wenn es wirtschaftlich mal ein bisschen schwieriger wird, ist die Dividende noch relativ sicher aktuell. Genau so ist es. Und ja, wir haben eine Pro- und Kontraliste wie immer. Da kann man das Ganze sich nochmal in der Kürze durchlesen. Es ist wirklich, ja, der Kern ist, dass Snacks nun mal für Menschen so eine Art Suchtpotenzial auch haben, aber was halt auch aktiv ist quasi in der Gesellschaft. Es ist zwar so, dass immer wieder gesagt wird, hey, wir wollen uns alle gesünder ernähren. Das ist auch teilweise richtig. Deswegen gibt es immer wieder auch Innovationen in den einzelnen Marken und sie werden teilweise wieder gesünder. Aber grundsätzlich zeigt sich halt dann doch, dass dadurch, dass immer noch die Weltbevölkerung auch wächst und die meisten Menschen doch gerne Süßigkeiten konsumieren, dass dieser Markt halt weiter wächst und dass man aber insbesondere auch durch die Preissteigerung da eine relativ hohe Marktmacht hat, um die Umsätze noch weiter zu steigern. Man kann aber, wie gesagt, auch sehen, wir haben natürlich noch andere Konkurrenten auf dem Markt und es ist immer wieder so der Kampf, wer bringt ja das Beste raus, was den Konsumenten am Ende am besten gefällt. Damit sind wir wieder dabei, dass ihr gerne abstimmen dürft. Nehmen wir ja Mondelez in diesem Fall mit in unser Depot auf. Ich starte mal die Umfrage und ihr dürft gerne einfach abstimmen, was denkt ihr zu unserem Depot. Währenddessen, wie gesagt, nochmal ein Klick auf das Mitgliederdepot, also von dem, was ihr an Titeln wählt hier im Market Roundup bzw. jetzt im Aktien Roundup. Wir sind hier ja auch bald so langsam an den Grenzen. Was wir sehen können, auch das Depot ist von den letzten Marktschwankungen mal wieder mitgenommen worden. Wir sehen immer wieder dieses Auf und Ab der Märkte. Von den letzten Titeln muss man sagen,
Ja, Novo Nordisk ist so der letzte Kämpfende, der von der relativen Kurzfristigkeit gerade sich nach oben hält. Aber wir sehen insbesondere die Titel, die wir auch in zu günstigeren Marktphasen ja gekauft haben, sind die, die gerade noch beständig bleiben. Dementsprechend, ja, mit Mondelez potenziell vielleicht ein weiterer Kandidat für dieses Depot. Christoph, was denkst du zu Mondelez? Ja, ich bin ja, muss ich mir ja bekennen, dass ich natürlich ein absoluter Snack- oder auch Süßigkeiten-Fan bin. Das heißt, also alle Marken, die da standen, habe ich wahrscheinlich regelmäßig Kontakt zu. Das heißt, eigentlich müsste ich also Folgendes machen: Ich müsste immer, wenn ich mir so eine Packung von Mondelez irgendwo kaufe, immer auch meinen Sparplan für die Aktie ein bisschen erhöhen, damit ich mir irgendwann die Diabetes-Spritze leisten kann. Ja, und genau. Damit du deine Snacks irgendwann als Dividende umsonst genau. bekommst. Genau. Nein, aber es ist, ich finde das ein spannendes Unternehmen und wir haben ja gestern, wie gesagt, das Webinar dazu gehabt. Solide Zahlen, gutes Dividendenwachstum. Bevor man die jetzt direkt kaufen würde, würde ich natürlich noch tiefer in die Zahlen reingucken und noch ein bisschen mehr rechts und links angucken. Aber so von den, wenn ich jetzt erstmal nur screenen würde, welche Aktien auf meine Watchlist kommen für das Dividendenportfolio, dann ist die definitiv dabei. Weil also gute Dividendensteigerung und fundamental gutes Unternehmen. Und gerade auch mal ein bisschen günstiger zu haben. Also sehen wir in einigen Bereichen, also Coca-Cola, McDonald's, auch Mondelez, dass die Unternehmen da alle ein bisschen zurückgekommen sind. Und das heißt ja, man steigt schon mal mit ein bisschen besseren Dividendenrendite ein und könnte jetzt zum Beispiel auch die nächsten Monate mal solche Titel mit besparen. Irgendwann wird der Bottom da auch erreicht sein bei diesen ganzen Aktien. Genau. Die Stimmung scheint auch sehr, sehr positiv zu sein gegenüber Mondelez. Also unsere Mitglieder und Gäste sind dem Ganzen zumindest positiv gestimmt. Ihr dürft gerne aber noch weiter abstimmen. Ich kann dir versprechen, wir werden uns Mondelez auch genauer ansehen und das Ganze für unser aufkommendes Depot dann auch screenen, ob wir es dann mit aufnehmen oder nicht. Viele der Kennzahlen deuten aber schon mal in die richtige Richtung. Wie das genau aufgestaltet ist, das wird heute Nachmittag so ein bisschen genauer diskutiert. Sehr gut. Also wie geht es weiter? Heute Nachmittag Investmentwerkstatt? Genau, heute Nachmittag haben wir Investmentwerkstatt, dann in der nächsten Woche starten wir wieder mit dem Market Roundup, dann Aktien Roundup, nächste Woche ist so mal ein bisschen die Waffenindustrie dran, die Rüstungsindustrie kann man sagen, wir haben ja zwei Kriege, wir sehen die Aktien schießen momentan in die Höhe, wir nehmen das mal so ein bisschen auseinander und werden das im Nachmittag dann auch nochmal in Kontrast zu unserem aktuellen Dividendenthema setzen. Wie passt das beides eigentlich zusammen? Es sind ja oftmals doch gestandene Unternehmen, die gerade so einen Aufschwung bekommen und werden da mal einen Blick darauf halten, wie nachhaltig ist das Ganze und kann man davon auch langfristig profitieren. Wie gesagt, aber heute Nachmittag erstmal Investmentwerkstatt, da gehen wir nochmal ein bisschen auf die einzelnen Zahlen, Daten, Fakten auch zu unseren Dividendentiteln aktuell ein. Sehr gut. Vielen Dank, Christoph. Ja, vielen Dank. Die Stimmung läuft noch und sieht aber grundsätzlich positiv aus. Ich denke, Mondelez ist ein weiterer Kandidat. Für alle Aktienclub-Mitglieder, wir sehen uns am Nachmittag.